Hast du schon mal deinen Spaziergang in verschiedenen Phasen durchdacht? Also so, dass es einen Freizeitmodus gibt, einen Leinenführigkeitsmodus, einen Spielemodus, einen Ruhemodus. Hast du wirklich schon mal darüber nachgedacht? Ich und Hey sind jetzt hier gerade so ein bisschen unterwegs und haben gerade Freizeitmodus und sind gerade nicht in einer gewissen Struktur, sondern er darf jetzt sein, hier rumalbern und Spaß haben mit mir. Ja, wartet. Und holst dir. Lass. Ja, also das heißt, er darf jetzt einfach mal sein. Warum gehe ich jetzt mit dir in so eine Struktur rein, in den Spaziergang? Weil du vielleicht noch gar nicht verstehst, dass du Einfluss auf deinen Hund damit hast und vor allen Dingen auf die Umwelt. Gerade so beim Thema Fremdhundebegegnung. Ich habe mal ein Video mitgebracht von einem Kunden, was wir letztens analysiert haben. Und ich fand das sehr, sehr spannend, weil das Kleinigkeiten sind, die etwas Großes bewirken können. Und an der Stelle zeige ich dir jetzt erstmal das Video. Vorsicht! So, in dem Video sieht man eigentlich ganz simpel einen Menschen, der mit seinem Hund mit einer langen Schleppleine ein gewisses Bewegungsmuster hat. Er geht auf Hunde zu, die am Auto liegen, und er macht einen Bogen und geht dann hinter dem Auto so rein. Und dann entsteht ein ganz großer Fehler, dass er seinen Hund die Möglichkeit gibt, zu sein. Er verringert sein Tempo, der Hund fängt an zu schnüffeln und jetzt entstehen Probleme. Und das will ich dir heute mitgeben, dass du aufpassen musst und situationsbedingt handeln musst. Als Beispiel, ich erkläre dir das jetzt mal. Hey, spielt jetzt da mit seinem Knochen und wenn jetzt zum Beispiel von da vorne ein Hund kommen würde oder ich muss jetzt weiter, weil ich mit ihnen in der Bewegung bin, so hey, komm mal mit. So, ich bin mit ihnen in der Bewegung und gehe jetzt hier gerade zu und sehe da vorne plötzlich, ah ja, okay, da kommen Hunde, dann würde ich Folgendes machen. Hey, komm her. Dann würde ich ihn einfach anleihen und würde jetzt in eine andere Struktur wechseln. Das bedeutet, ich würde jetzt das nehmen, sagen, ist jetzt vorbei. Ja, er bleibt immer noch im Freizeitmodus, nicht im Leinenführigkeitsmodus. Dann würde ich ihn mir positionieren und würde jetzt zum Beispiel anfangen, schwenkt mal ganz kurz rum, dieser Stein ist jetzt quasi ein Hund. Ja, und dann würde ich jetzt drauf zugehen, aufs Auto, wo ich jetzt auch gleich wieder mit Hey hingehe, und würde dann sagen, okay, du gehst jetzt bitte hier rüber und jetzt gehe ich natürlich zielstrebig dran vorbei. Komm mal mit. Und was unser Coaching-Kunde in dem Video falsch gemacht hat, ist, er geht den Bogen, geht rein und fängt jetzt an, stehen zu bleiben. Und jetzt verändert sich alles. Was verändert sich jetzt, wenn du anfängst, nicht mehr zielstrebig zu sein, also deinem Hund vorgibst, was los ist, sondern in die Pause gehst, gibst du ihm wieder das Gefühl, ja, gibst du ihm wieder das Gefühl, dass du loslässt. Und das ist das Problem, weil plötzlich sind die Hunde im Hintergrund alarmiert und sagen, hey, der Typ, der bleibt stehen in unserem Raum, warum tut er das? Der agiert da, jetzt müssen wir uns drum kümmern. Würde der Mensch einfach zielstrebig geradeaus weitergehen, im Kopf einen Schalter umsetzen und sagen, hey, mein Hund, also hey jetzt in dem Fall, guckt ihn euch an, hey, also er jetzt in dem Fall, dass ich einfach vorgebe, ich habe ein Tempo, ich verwalte Raum, ich gehe zielstrebig los, es gibt jetzt keine Phase, wo du schnüffeln, markieren oder sonst was machen kannst, sondern auf geht's, wir wollen keinen Kontakt nach außen. Weil ich würde meinem Hund dann damit zeigen, hey, so nicht, wir laufen jetzt bitte weiter, wir wollen keinen Kontakt, das ist nicht unser Ding. Und ich würde auch der Umwelt da draußen zeigen, wir wollen keinen Kontakt, wir sind keine Bedrohung, wir machen dies nicht und das nicht. Und darüber solltest du unbedingt mal nachdenken, hast du solche Strukturen, solche Pläne im Kopf? Ist dir das bewusst, ja oder nein? Lass mal einen Kommentar da, würde mich interessieren, ob du das verstehst, was ich gerade versuche dir zu erklären, weil das ändert extrem viel. Ja, ihr Lieben, ich freue mich. Wenn ihr mehr davon haben wollt, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr wirklich mal ein intensives Training haben wollt, www.hundetrainer-stevekeil.de.